Wir mögen uns für fortschrittlich halten, doch wenn wir einen kurzen Blick auf die 8 Planeten unseres Sonnensystems und ihre 200 Monde werfen, wird deutlich, wie wahnsinnig wenig Ahnung wir eigentlich von dem haben, was es da draußen gibt. Nämlich so viel, dass inzwischen spekuliert wird, dass es noch einen Planeten in unserem Sonnensystem geben könnte. WissenschaftlerInnen nennen ihn den Planet X oder Planet 9. Diese unentdeckte Welt könnte weit hinter Neptun versteckt sein. Die Umlaufbahnen der Asteroiden und Zwergplaneten in diesem Gebiet verlaufen auf unerklärliche Weise anders und Planet X könnte der Grund dafür sein. Geschichten über diesen mysteriösen Planeten haben schon vor über 100 Jahren mit einem Mann namens Percival Lowell begonnen. Der liebte den Weltraum ungemein und abgesehen davon, dass er einen beeindruckenden Schnurrbart hatte, war er auch superreich. Der Glückspilz. Er nutzte seinen Reichtum, um sich ein Observatorium in Arizona zu bauen. Dann widmete er es dem Studium der seltsamen Bewegungen von Uranus und Neptun. Ihre Anziehungskraft ist langsamer als die aller anderen Planeten in unserem Sonnensystem, fast so, als würde ein riesiges verstecktes Objekt sie vom Kurs abbringen. 1906 stellte Lowell die Theorie auf, dass es jenseits von Neptun einen weiteren Planeten geben könnte, der diese seltsamen kosmischen Ereignisse wahrscheinlich verursachte. Der Mann nannte diesen potenziellen Weltraumkörper Planet X. 1930 wurde Pluto entdeckt, und zwar von Clyde Tombaugh in Lowells Observatorium. Es sah so aus, als hätten die Menschen endlich eine Erklärung für die seltsamen Orbitmuster. Lowells Team war nach der Entdeckung auf Wolke 7, doch die Feierlichkeiten waren nur von kurzer Dauer. Bald fanden sie heraus, dass Pluto viel zu klein war, um einen so großen Einfluss auf die umliegenden Planeten zu haben. Und er war auch zu weit von ihnen entfernt. Also ging es zurück ans Reißbrett. Planet X, falls er existiert, ist 10-mal so groß wie die Erde und 4-mal so groß wie ihr Radius. Es würde mindestens 10.000 Jahre dauern, bis der Planet einmal die Sonne umkreist hätte. Und er wäre mehr als 200-mal weiter von ihr entfernt als unser Heimatplanet. Das sind 600 astronomische Einheiten vom Zentrum des Sonnensystems entfernt. Zu deiner Info, eine astronomische Einheit entspricht der Entfernung zwischen Sonne und Erde. Aber auch wenn das sehr weit weg klingt, ist es das nicht. Der Abstand zwischen Raumkörpern wird normalerweise in Lichtjahren gemessen. Und eine astronomische Einheit ist eine viel kleinere Maßeinheit. Für den Kontext, das am weitesten von der Erde entfernte Objekt, das wir kennen, ist die Galaxie GNZ-11. Hübscher Name, oder? Die liegt unglaubliche 32 Milliarden Lichtjahre entfernt. Trotzdem können unsere Teleskope sie noch immer erkennen. Und ein einziges Lichtjahr entspricht über 63.000 astronomischen Einheiten. Wow. Wenn unsere Technik also eine so weit entfernte Galaxie erkennen kann, wie konnten wir dann Planet X übersehen? Nun, wahrscheinlich liegt es daran, dass es ihn vielleicht gar nicht gibt. Die Theorie von Planet X wurde 1989 so ziemlich widerlegt. Da hat man entdeckt, dass die mysteriöse Anziehungskraft von Neptun die ganze Zeit ein Ablenkungsmanöver gewesen war. WissenschaftlerInnen hatten massiv falsch eingeschätzt, wie groß Neptun tatsächlich war. Voyager 2 besuchte den Planeten und fand seine tatsächliche Größe heraus. Diese neue Information erklärte die seltsamen Anziehungskräfte, was bedeutet, dass sie nicht vom sogenannten Planeten X verursacht wurden. Doch da hört unsere Recherche noch nicht auf, da der hypothetische 9. Planet vor etwa 10 Jahren wieder aufgeploppt ist. Während die Beweise für Lowells Theorie falsch waren, war der Glaube an die Existenz von Planet X es möglicherweise nicht. 2015 entdeckten die Astronomen Michael Brown und Konstantin Batygin, dass hinter Neptun tatsächlich unerklärliche Gravitationskräfte im Spiel waren. Es gibt dort Trabanten, die ihre Planeten senkrecht umkreisen, was sonst nirgendwo in unserem Sonnensystem passiert. Es gibt da auch Asteroidenhaufen, die sich auf sehr spezifische Weise bewegen. So spezifisch, dass es im Grunde unmöglich ist, dass es zufällig sein könnte. Noch seltsamer, es gibt dort Trabanten, die sich im Gegensatz zu den meisten anderen Dingen im Sonnensystem in völlig entgegengesetzter Richtung zur Sonne bewegen. Ein Planetoid namens Sedna scheint ebenfalls in Richtung von irgendetwas gezogen zu werden, zusammen mit 6 anderen, die alle in dieselbe Richtung wandern. Und Brown und Batygin sind nicht nur irgendwelche anderen Sternengucker. Sie sind beide angesehene Wissenschaftler auf dem Höhepunkt ihrer Karriere.
Konstantin Batygin wurde vom Forbes Magazine als einer von 30 Wissenschaftlern genannt, die die Welt verändern werden. Und Mike Brown war der Mann, der Pluto als Zwergplaneten neu definierte. Das heißt, wenn diese Typen etwas sagen, ist es normalerweise ziemlich legitim und du solltest wahrscheinlich zuhören. Doch die einzige Möglichkeit, wirklich zu beweisen, dass Planet X existiert, besteht darin, ihn tatsächlich zu finden. Und das hat sich als ziemlich schwierig herausgestellt. Um den Planeten zu lokalisieren, müssten wir die sogenannte Transitmethode anwenden. Dabei beobachten wir im Grunde eine ganze Reihe von Sternen über einen längeren Zeitraum und achten auf Lichteinbrüche, die sie abgeben. Diese Einbrüche würden wahrscheinlich von einem Planeten verursacht, der im Weg steht. Und tada, die Existenz von Planet X könnte bewiesen werden. Doch damit diese Methode funktioniert, müssen die Erde, der neue Planet und die Sonne alle perfekt ausgerichtet sein. Diese Umstände sind ziemlich selten. Und wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, tritt der Lichteinbruch nicht auf. Außerdem würde diese Methode nur wirklich bei Planeten funktionieren, die näher an der Sonne sind als unsere Erde. Das sind Venus und Merkur. Für alles, was über die Erde hinausgeht, ist diese Technik ziemlich nutzlos. Eine weitere Technik, die wir anwenden könnten, besteht darin, den potenziellen Planeten durch ein gutes altmodisches Teleskop zu finden. Aber wie du dir vorstellen kannst, ist das wahnsinnig knifflig. Das am weitesten entfernte Objekt, das wir in unserem Sonnensystem gefunden haben, ist ein Planetoid mit dem passenden Namen Far Far Out. Also weit, weit weg. Doch der ist nur 140 AE von der Sonne entfernt. Das ist gerade mal ein Viertel des Weges zu Planet X. Wir können ein Objekt nur aufgrund seiner Helligkeit sehen. Die Sonne ist für uns sehr gut sichtbar, weil sie riesige Lichtmengen aussendet. Und wir können den Mond sehen, weil er das Licht der Sonne reflektiert. Technisch betrachtet hat der Mond kein Recht, heller zu erscheinen als alles andere am Nachthimmel. Er scheint nur heller, weil wir näher an ihm dran sind. Je weiter weg ein Objekt ist, desto weniger hell erscheint es uns. Das Hauptproblem beim Sehen des theoretischen Planeten X ist, dass alle Objekte in unserem Sonnensystem ihr Licht von der Sonne bekommen. Sie reflektieren das Sonnenlicht und deshalb können wir sie sehen. Angesichts der Entfernung von Planet X von der Sonne ist es fast unmöglich, ihn zu erkennen. Und aufgrund des sehr schwachen Lichts bräuchten wir zum Betrachten perfekte Wetterbedingungen sowie ein extrem starkes Teleskop. Aber Brown und Batygin haben das Perfekte gefunden. Das Subaru-Teleskop befindet sich auf der Spitze eines schlafenden Vulkans auf Hawaii. Es ist riesig und kann selbst das schwächste Licht von weit entfernten Weltraumobjekten einfangen. Das Problem ist, dass wir herausfinden müssen, in welche Richtung wir es drehen sollen. Ohne zu wissen, wo Planet X sich tatsächlich befindet, ist das Ganze im Grunde nur ein riesiges Ratespiel. Es gibt auch nur etwa 3 Nächte jedes Jahr, in denen die Bedingungen klar genug sind, um den hypothetischen Planeten X zu sehen. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Und trotzdem haben die meisten AstronomInnen aufgegeben, sich geeinigt, dass Planet X nicht existiert und erklärt, dass er nur ein geläufiger Mythos sei. Die am weitesten verbreitete Erklärung für die seltsamen Anziehungskräfte lautet, dass es in unserem Sonnensystem ein winziges schwarzes Loch gibt. Das zieht die Planeten zu sich heran. Aber keine Sorge, angeblich ist es nicht groß genug, um tatsächlich an einem Planeten zu knabbern. Auf der Erde ist also alles gut. Für den Moment. Das Problem mit der Theorie des schwarzen Lochs ist, dass auch dieses Ding fast unmöglich aufzuspüren ist. Zwar wäre seine Masse theoretisch so groß wie die von Planet X, doch dabei wäre das Loch selbst auf die Größe einer Orange zusammengequetscht. Teleskope würden nichts nützen. Um es zu finden, müssten die Menschen nach den Gammastrahlen suchen, die von Objekten ausgesendet werden, wenn sie in ein schwarzes Loch stürzen. Eine andere Möglichkeit, es zu finden, besteht darin, hunderte von winzigen Raumfahrzeugen loszuschicken. Die würden nahe genug an dem hypothetischen Loch vorbeikommen. Und wenn sie davon angezogen werden, könnten wir es wahrscheinlich aufspüren. Aber gibt die Theorie von Brown und Batygin noch nicht auf. Die NASA dokumentiert sie noch immer weiter. Und bis wir eindeutige Hinweise finden, die jegliche Theorien beweisen, kann Planet X noch immer irgendwo da draußen sein.